Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Fausts Albtraum. So, ich habe mal die Aufnahmepause genutzt, um schon mal zu suchen, für welche Tür oder welches Fenster dieser Schlüssel ist. Und gemeint ist diese Tür hier, die ist versperrt, aber mit dem kleinen Schlüssel kommen wir hier raus. Wunderbar. Die Vögelchen zwitscherten, aber es gab keinen Anschein, dass irgendwo ein Vogel wäre. Es sieht aus, als wären wir in so einem riesigen Gewächshaus. Ist ja verrückt. Okay. Als wären wir hier gefangen oder so. Hier sind zwei Betten. Oh, mal wieder Matches. Das ist super. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass wir irgendwann nicht mehr genug haben. Ich muss echt ein bisschen vorsichtiger sein mit den Mäusen. Da ist nur eine kleine Flamme. Ah, das ist sowas wie ein kleiner Safe. Und eine Puppe ohne Gesicht wurde darauf gelegt. Und kann ich das denn öffnen oder kann ich ihr ein Auge geben? Tatsächlich, das Fischauge an die Puppe heften? Okay, das haben wir getan. Und nun? Eine Puppe mit Augen, aber das Gesicht ist so leer. Wie wäre es, wenn wir ihr einen Mund geben würden? Einen Mund? Ich habe sonst, glaube ich, nichts. Oh, damit können wir aber einen Mund reinritzen scheinbar. Ach so, klar, die ist ja aus Stoff. Das haben wir jetzt aufgerissen damit. Und jetzt hat sich tatsächlich dieser Safe geöffnet. Und wir haben ein Gemälde. Super, das ist bestimmt das fehlende Gemälde für den Raum mit diesen Schweinchen. Wir können es uns leider nicht angucken, aber ich nehme das mal an. Hier ist eine Preisliste. Die wurde geschrieben auf ein Buch. Wie nennt man das? Ein Seitenmarkier-Dingens. Ich komme gerade nicht drauf. Das haben wir jetzt einfach eingesammelt. Können wir uns das denn anschauen? Augen 1500, Zähne 1000, Blut 300, Herz 110.000. Das könnte natürlich wieder Teil eines Rätsels sein. Können wir das jetzt von innen öffnen? Aha, okay. Diese Tür ist jetzt also offen. Aber wir wollen ja noch hier oben gucken, was auf der linken Seite ist. Könnte ja sein, dass wir da auch noch was besorgen können. So. Okay, hier. Was ist das? Oh, Schokolade, sehr schön. Und hier haben wir schon wieder so ein Safe. Und auf der Tür steht eingraviert, beginne mit dem teuersten. Ah, das Herz. Okay, Moment. Ach, ich glaube, ich weiß sogar. Okay, hier ist ein Kamin, aber kein Feuerholz. Was soll das darstellen? Nom, 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 nom. Der gestiefelte Kater fraß den Gefängniswärter. Nom, 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 nom. Der gestiefelte Kater fraß den Wächter. Nom, 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 nom. Der Kater fraß die Bestie, die die Tür beschützte. So ein Monster-Ei. So, dann können wir das wahrscheinlich auch von innen öffnen. Super. Oh, Vorsicht. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir sollen mit dem teuersten beginnen, ja? Okay, also. Ich schreibe das mal kurz auf. Das teuerste ist nämlich Herz. Dann kommt Augen. Zähne. Blut. Okay. So, und dann öffnen wir jetzt nämlich. Welches war das? Das? Ja, genau. Nee, Moment. Aber das Herz ist nicht belegt. Was hat das dann zu bedeuten? Eins, zwei... Oder ist das immer das, was es nicht ist? Oh je. Ich könnte mir vorstellen... Guck mal, die vier, die drumherum sind, haben ja beim Herz zum Beispiel 1, 2 und 4. Dann hoffe ich mal, dass das Herz 3 ist. Dann wäre bei den Augen eine 4. Bei den Zähnen eine 1. Und das Blut wäre die 2. Oh je. Okay. Dann probieren wir das mal. 3, 4. Das hat sich jetzt total gelohnt, in die andere Richtung zu gehen. Ja! Ich weiß nicht, wozu wir das benutzen sollen. Auf jeden Fall ist da auch noch ein Buch. Begraben unter der Schaufel. Ah, die Geschichte geht weiter. 30. November. Der Kamin brannte den ganzen Tag, aber das Zimmer war immer noch kalt. Das Pflänzchen wird immer größer und es beruhigt mich, wenn ich es anstarren kann. Etwas befindet sich im Zimmer.
3. Dezember. Ich möchte die Medizin nicht mehr nehmen. 4. Dezember? So kalt. Worüber soll ich schreiben? 6. Dezember. Ich kann nicht aufhören. 7. Dezember. Hier ist wirklich jemand im Zimmer. So kalt. 8. Dezember. So kalt, so kalt, so kalt, so kalt, so kalt. 9. Dezember. Ich muss mir überlegen, wie ich herauskomme. Ich muss nachdenken, wie ich herauskomme, bevor der Schnee aufhört. 11. Dezember. Ich kann seine Stimme hören. 12. Dezember. Siebel ist hier. 13. 14. Dezember. Und 15. 16. Dezember. 17. 18. Dezember. 19. 20. 21. 22. 24. 25. Ah, 26. Dezember. Wir ließen Mutter beim Teich zurück. Okay. Nicht so gut, denke ich mal. Okay. Was? Ach, hier. Das war dieses komische Geräusch. Geräusch. hier sind ein paar Dielenlose. Die könnte man wohl ziemlich leicht zerbrechen. Ach, nicht mit dem Schlüssel. So ein Blödsinn. Nee, damit geht's auch nicht. Hm, dann haben wir vielleicht noch nichts. Wir haben ja sonst nur das hier. Okay, dann gehen wir mal... Oh Gott, aber wo waren das jetzt? Oh nein, wo ist der Raum mit dem fehlenden Bild? Ist das hier das andere Zimmer oder... Nee, hier war... Ich weiß es gerade nicht. Ist das unser Zimmer? Ich glaube, das ist unser Zimmer. So, auf jeden Fall können wir speichern. Wir haben ja einiges erreicht. Da drüben ist dann noch das andere Zimmer. Ach, verflixt. Nee, wisst ihr was? Back to title. Ich mach das jetzt einfach mal. So, das geht schneller und wir sparen uns hier. Na? Puh, geschafft. So. Ach Quatsch, das ist ja auch die falsche Richtung. Jetzt weiß ich erst wieder, wo wir sind. Vorsicht. Irgendwie ist die Maus verschwunden. So. Ach, ich weiß aber jetzt gerade echt nicht, wo das war. Oh je, da muss ich jetzt einmal suchen. Wenn nicht, mache ich wieder einen kleinen Cut, wenn das sehr lange dauert. Ich weiß nämlich gerade überhaupt nicht, wo man das aufhängen konnte. Ah, hier ist es. Alles klar. Ja, das wollen wir da hinhängen. Oh, kleiner Bruder. Okay, irgendetwas hat sich geöffnet außerhalb des Fensters. Ah, die Tür auf der anderen Seite hat sich geöffnet. Eieiei, nein! Ach, ja, ich speichere da jetzt aber nochmal neu. Was soll's. Okay. Die Tür auf der anderen Seite hat sich also geöffnet. The door on the other side. Ja, aber wo ist das dann? Was ist da auf der anderen Seite? Ich guck mal, ob hier oben sich irgendwas geöffnet hat. Weil sonst weiß ich auch nicht so genau, wo das sein könnte. Das ist versperrt. Oh, ich weiß jetzt nicht, wie wir da hinkommen. Na gut, ich probiere wieder ein bisschen aus. Ich suche mal wieder. Ich glaube, ich weiß sogar, wo es ist. Oh. Mm. Ja, das hier hat sich geöffnet. Oh, das ist aber hübsch hier. Frische Blumen voller kleiner Käfer. Hm, hier haben wir einen Brunnen. Kann ich aber irgendwie nichts machen. Das war komisch, ne? Kann ich hier... Ich muss... Uch! Ich weiß nicht. Wo bin ich? Ach, hier. Okay. Muss ich irgendwas mit diesen Bugs machen? Oder irgendwo muss ich hier... Moment. Da, da ist was. Jetzt sehe ich's. Genau, hier wurde irgendwie gegraben vor kurzem. Ja, das wollen wir ausgraben. Okay, ein gelbes Juwel erhalten. Oh. Und auch noch ein Armband von Siebel. Und da ist auch noch ein altes Stück Papier. Uiuiui. Nom, 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 nom. Der gestiefelte Kater fraß das Monster. Oh. Nee, nee, ich brauch's nicht nochmal lesen. Okay, es ist jetzt ganz blutig geworden.
Ist das nicht schön? Okay, aber jetzt haben wir ja was gefunden, was sie ganz toll finden werden, ganz wunderschön finden werden. Und ich sehe quasi nichts mehr. Ich habe gar keine andere Wahl mehr. Okay, jetzt sind wir aber mal ein bisschen vorsichtiger. So, meine Güte, ey. So, und mal wieder weiß ich nicht, wo das war. Ich kann mir das einfach immer nicht merken. Und auf die Karte gucken bringt mir übrigens auch nichts. Das hilft mir irgendwie auch nicht, mich besser zurechtzufinden. Ich glaube aber eigentlich, dass es oben war. Und jetzt sind wir ja gerade unten. Ich glaube, es war oben rechts. Ich probiere das mal, ob ich damit richtig liege. Und dann können wir ja einfach das schöne Juwel zeigen. Das müssten sie eigentlich mega geil finden. Doch, hier ist es. Ist da jemand? Keiner antwortete, aber der Postschlitz öffnete sich sehr schnell. Elizabeth atmete scharf ein. Trotzdem schaute sie mit relativer Ruhe in die Dunkelheit. Sie wollte ihre Hand nicht hineinstecken, also ja, stopfte sie nur den Stein hinein und hörte nicht, wie er auf den Boden fiel. Lange Stille. Sie hat es gebracht. Was nun? Es ist hier. Sie hörte eine schnelle Konversation. Ist mir egal, ich bin so gelangweilt. Lass uns ein Spiel spielen. Ein hysterisches Gelächter war zu vernehmen. Komm schon, lass ein Spiel spielen. Versteck spielen. Du weißt, wie man das spielt, oder? Versteck spielen. Du bist dran. Was? Bam. Sie war fast in den Flur gefallen, als sich die Tür plötzlich öffnete. Es waren Kinder. Drei Figuren, ein Kopf kürzer als sie, rannten hinaus. Sie konnte nur noch die Rückseite ihrer Hemden sehen, bevor sie die Treppe hinabgelaufen waren. Sie hinterließen nur das Echo ihres Gelächters. Was haben wir da? Ach, das ist das Juwel, das sie hineingeschmissen hatte. Okay, dann nehmen wir es halt wieder. Ein altes, in Leder gebundenes Buch. Altes Tagebuch. 16. November, Nebel. Margarets Situation ist ziemlich seltsam. Sie versteckt sich in ihren Zudecken und beginnt. And starts? Wahrscheinlich ist nervös bei jedem Geräusch. Ich kann nicht einmal in ihr Zimmer treten. Dr. Wagner scheint etwas zu wissen, aber wie gewöhnlich erzählt er mir nichts. Wir waren eigentlich schon beruhigt, als sich ihr Zustand vor ein paar Tagen verbesserte, aber nun scheint das alles eine Lüge gewesen zu sein. 21. November, es schneit. Ich habe mich durch den Schnee gekämpft bis zum Krankenhaus und traf Dr. Wagner. Sie hatte alle Pläne gecancelt wegen des Wetters. Marguerite versteckt sich immer noch hinter der gut verschlossenen Tür. Manchmal hört man nur ein leichtes, wie nennt man das, wenn man so ein bisschen weint halt, so ein leichtes Weinen. Was auf Erden stimmt denn nicht? Sie war schon einmal so, aber sie begann zu lächeln, wann immer sie mich ansah. 30. November, es schneit. Der schwere Schnee oder der starke Schneefall hat bewirkt, dass es keinen Verkehr mehr gibt und der Doktor macht sich Sorgen, dass seine Untersuchung oder ihre Untersuchung, ich glaube, ich habe jetzt verstanden, dass es eine Frau ist, ne? Dass sie gezwungen ist, aufzuhören mit ihren Untersuchungen, wenn nicht bald weitere, ja, weitere Mittel geliefert werden. Nee, jetzt ist wieder Him. Aber keine Ahnung, dann war wohl eben Marguerite gemeint, dann habe ich das eben missverstanden. Ja, wie kommt es, dass er immer so weite Wege hinter sich bringen muss? Warum kann er das nicht einfach aus den nahegelegenen Dörfern beziehen, was er braucht? Aber ich bin glücklich, helfen zu können, wenn es Marguerites Situation behilflich ist. Trotzdem lässt der Doktor nicht zu, dass ich in den Keller gehe. Schwach ausschauende Patienten erscheinen immer wieder an der Tür. Vielleicht ist es besser, wenn es so bleibt. 4. Dezember, es schneit. Ich beeilte mich, zum Krankenhaus zu fahren, während der Verkehr sich noch bewegte. Auch wenn Margarets Zustand sehr, sehr bedenklich ist, wird sich die Situation nicht verbessern, wenn wir hier bleiben. Was? Wenn ich dort bleibe? Ich weiß überhaupt nicht, worum es hier gerade geht. Ich finde das sehr verwirrend gerade, ne? Dieses komische Tagebuch hier. Also, auf jeden Fall geht es Margaret nicht besser. So war es von Anfang an. Sie hat schon immer Dinge gesehen, die wir nicht sehen konnten. Sie konnte in Sprachen sprechen, die wir nicht verstanden oder denen wir nicht antworten konnten. Hört sich ja fast so an, als wäre sie irgendwie besessen gewesen.
Mr. Valentine glaubt, dass sie das mit Absicht macht. Ich wünschte, sie würden es verstehen. Sonst wird es Margaret nie besser gehen. 5. Dezember, es schneit weiterhin. Keiner zu Hause erwartet noch, dass Margaret nach Hause kommt. Oder vielleicht ist das Krankenhaus ja jetzt ihr Zuhause. Und der Doktor, der seit ihrer Kindheit präsent ist, ist nun ihre Mutter. Ach, die Erinnerungen sind kaum noch da. Wenn ich verloren war wie eine verlaufene Katze, war sie diejenige, die gelächelt hat und mir ihre Hand gereicht hat. Sie ist der Grund, warum ich heute existiere. Ich werde auf jeden Fall zurückkehren und sie besuchen, mit Blumen. Ich werde tun, was auch immer nötig ist, damit sie wieder lächelt. D.B. Siebel. Okay, das Ende habe ich jetzt kapiert. Okay, Siebel ist Marguerite sehr, sehr wichtig. Marguerite ist tatsächlich wahnsinnig geworden und ist momentan im Krankenhaus. Und es geht ihr sehr schlecht scheinbar. Aha, das Datenzimmer. Hier haben wir Stühle. Oh, ein bisschen Schokolade, das ist super. Oh, da ist ja schon wieder eine Maus. Ein alter Phonograph. Das Geräusch hat aufgehört zu erklingen, sobald man ihn berührt hatte. Eine kleine Axt, alles klar. Wow. Hier sind nochmal Matches, sehr schön. Haben wir hier sonst noch was? Hier sind noch Stühle. Okay. Oh, das war knapp. Was? Ach so, ich komme da nicht ran. Es war nicht versperrt, aber trotzdem ließ sich die Tür nicht öffnen. Hilfe! Ich will hier nicht getroffen werden. Es war versperrt. Datenraum steht da. Noch haben wir nur diesen Schlüssel. Okay, und da kommen wir nicht ran. Ich würde ja den Stuhl nehmen, aber irgendwie geht das, glaube ich, auch nicht. Und wenn wir hier die Axt verwenden? Nee, geht leider auch nicht. Okay, ich gehe jetzt sowieso erstmal zurück. Ich bin ganz froh, dass wir... Oh, die Katze ist wieder da. Ich kann leider nicht mit ihr reden. Ich würde so gern mit ihr reden, aber es geht nicht. Okay, Vorsicht. Nicht, dass wir hier direkt wieder erwischt werden. Sie sind doch die Treppe runtergerannt, hieß es, oder? Ich weiß es nicht. Ich speichere jetzt erstmal. Ich bin so froh, dass wir ein Stück weitergekommen sind. War das hier unser Zimmer? Nee, das hier war das andere Zimmer. Mit der Puppe, dann ist es eins weiter. Hier. Und da speichern wir jetzt erstmal, meine Lieben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Fausts Albtraum. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.